Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel SV Meppen gegen Bremer SV. Der SV Meppen gewinnt vor 4.927 Zuschauern mit 5:0. Ich bitte beide Trainer um ihr Fazit. Gästetrainer Sebastian Quietsch darf anfangen. Ja, zunächst Glückwunsch an den SV Meppen zum Heimsieg. Ich versuche ganz rational und auch nüchtern zu bleiben. Natürlich, wenn du 5:0 verlierst, tut es in erster Linie weh. Aber wenn man versucht, das Ganze aufzuarbeiten, muss man auch sagen, wir waren eigentlich ganz gut in der ersten Halbzeit, gut im Spiel, hatten auch unsere Möglichkeiten, wo Niki zweimal eine gute 1-gegen-1-Situation hat, wo er Keeper euch, wo er den überragend hält, muss man schon sagen. Gehen dann durch einen Aufbaufehler in Rückstand, individueller Fehler. Ja, und dann mit der roten Karte, mit einer, wieder mal bei uns eine gelb-rote Karte vor der Halbzeit, ist es dann schwer, wenn du mit einem Mann weniger in die Halbzeit gehst. Natürlich haben wir uns was vorgenommen, aber dann ähnlich wie in den letzten beiden Spielen kriegst du Doppelschläge nach der Halbzeit. Und dann ist es manchmal so, wenn du eine junge Mannschaft hast, dann fehlt dann die Ordnung und dann, ist eins nach dem anderen gefallen. Darf nicht passieren, ist dann passiert. Wir müssen so schnell wie möglich abhaken, Haken dran machen und weiter geht's. Vielen Dank. Lukas, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, guten Abend zusammen. Zunächst mal Dankeschön. Wir haben Schwierigkeiten gehabt, ins Spiel zu kommen, was jetzt auch nicht unbedingt verwunderlich ist, wenn eine Mannschaft in einer schwierigen Phase steckt, was das Ergebnis angeht. Haben dann durch das Tor von Luca ins Spiel gefunden, nach einer richtig starken Balleroberung von Marek. Das wollen wir sehen in unserem Spiel. Intensive Ballgewinne, intensives Anlaufen hat uns geholfen. Waren ab dann auch besser drin, haben aber vorher, wie der Kollege auch schon sagt, Glück bzw. Qualität im Tor. Julius hält zweimal überragend nach einem vielen schwierigen Wochenende, was mich auch persönlich sehr freut. Und dann müssen wir in die Pause, hätten vielleicht noch einen Elfmeter kriegen können in der ersten Halbzeit. Also zur Pause hin immer besser drin. Und in der zweiten Halbzeit haben die Jungs das dann richtig gut gemacht, auch die Überzahl mit Köpfchen ausgespielt, das Ergebnis hochgeschraubt. Und ich glaube, dass uns das gerade wahnsinnig gut tut, auch Tore zu schießen. Auch wenn wir wissen, dass es ein hartes Stück Arbeit war, gerade in der ersten Halbzeit gegen einen sehr, sehr unbequemen Gegner. Aber hinten raus dann auch mit Sicherheit aufgrund der Qualität, wie wir die Überzahl ausgespielt haben, ein absolut verdienter Heimsieg und der wird uns hoffentlich den entsprechenden Rückenwind geben für die kommenden Aufgaben. Gibt es noch Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke mich bei den beiden Trainern und wünsche den Gästen natürlich gute Fahrt. Dankeschön.